Ja, doch. Hallo. Hallo. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, wie man das Zeug dazu hat, den Arena zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Mamoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, in denen dir ein Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kann, die in der hiesigen Arena in den Kampf geschickt. Aber um meinen Finger will ich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanze- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen die Arena-Taft antreten willst, musst du mir entweder einen Pokémon-Typ von Pflanze oder von Typ Wasser zeigen. Ich meine, ich habe Sprout? Wunderprächtig. Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mamoria City versuchen. Immerhin einspaziert. Okay, danke. Das ist weird. Okay, ich meine, Pikachu fängt an, weil die Farbe ist vorgegeben, der Anfang. Dagegen kann ich nicht viel machen, ne? Ich glaube nicht, Pikachu, du schaffst das. Jeanette. Ich glaube, wir machen den Kampf fertig heute und dann war es das erstmal. Erstmal nur das Test, wie gesagt, und dann nächste Woche machen wir richtig weiter. Ich bin gar nicht mal so überlevelt. Ich bin sogar gut dabei. Mal guten Schlag erstmal. Du kannst nicht machen, deswegen nutze ich dies mit Schwächen der Pokémon. Du kannst halt echt nicht viel machen gegen den. Oh toll. Das hat rein gar nichts gebracht. Dann, I guess, Uxukip vielleicht. Du machst dir ein bisschen Schaden, glaube ich. Oh boy. Der Schaden ist sehr, sehr gering. Meine Pflanze ist gut. Ich könnte auf... Nee, wollte ich nicht machen. Ich könnte wechseln. Rita? Du hast Energiefokus. Ja, mal gucken. Sparky, ich glaube nicht, dass du viel machen kannst in dem Kampf. Tut mir leid. Rita vielleicht ein bisschen mehr. Tackle. Okay, der Schaden ist ganz okay noch. So, was bin ich nochmal genau? Energiefokus. Erhöht die Volltrefferquote. Ja, das machen wir nochmal. Wir bereiten mal darauf vor, dass du vielleicht eher einen Volltreffer kriegst. Auch wenn der Angriff nicht viel Schaden machen werden, wegen dem Einkler. Ja. Yeah. Komm, Volltreffer. Ah. Oh. Okay. Oh mein Gott, der wird so tanky. Auch wohl gar nicht schlimm, dann kann ich ja später auf, kann ich jetzt wechseln eigentlich, oder? Geh mal auf, hier, Sprout. Allein wegen dem Level, aber hauptsächlich wegen der Pflanzenattacke. Ich glaube, Sprout hat hier Vorteile. Tackle, also. Ja, ist okay noch. Du hast halt, ja, Absorber. Das würde recht viel Schaden machen. Recht viel Schaden ist gut. Mach genug Schaden. Das ist die Aussage, die ich treffen wollte. Mach mit Abstand genug Schaden. Halleluja. Oh, Sparky Level 9 erreicht. Wow. Doppelkick. Oh. Doppelkick. Statt. Vielleicht statt Heuler? I guess. Das ist eine spannende Attacke für Pikachu. Doppelkick. Okay. Pikmin und Jeanette. Du bist eindeutig zäher als alle meine bisherigen Gegner. Ja, das ist richtig. Ich bin stärker als du, ne? Ich glaube, wir können direkt weiterkämpfen. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Ah, das weiß ich nicht. Ich bin gut dabei, glaube ich. Camper Georg. Georg, nicht George. Georg heißt er, ne? Ich versuch mal Fuß. Versuch mal Doppelkick. Mal gucken, wie viel Schaden ich damit mache. Okay. Zwei Doppelkicks können sogar reichen direkt. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt reichen sie nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt Sparky schon eine gute Chance dagegen. Ich glaube, der Arena-Kampf selbst wird noch was anderes, ey. Ja, jetzt wird es langsam schwach. Was ist das Symbol oben eigentlich? Dieses Zwei-Personen-Symbol. Heißt das irgendwas Wichtiges? Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir mal.
Weil ich habe keine Ahnung. Heißt das, ich kann mit Multiplayer spielen? Aber warum nur hier? Also warum tauchst du nur hier auf und nicht überall auch? Lichtjahre messen, ja die Entfernung, nicht die Zeit. Ah, du Trottel. Du Trottel. Das war schon? Okay. Dann speichere ich kurz und guck mal, ob ich direkt gegen Rocco gewinnen werde sogar. Ich spiele jetzt seit einer Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr. Das passt. Ah, eine neue Herausforderin. Ich bin Rocco, der Rennleiter von Mamoria City. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Er ist so viel cooler hier als im Anime. Also im Anime ist er cool, aber hier ist er halt mehr ernster. Und nicht so, haha, er ist immer horny auf Frauen. Huhuhu. Was ist das für Level 8? Level 7? Ganz egal, ich werde eh gewinnen. Level 11. Uff. Vielleicht auch nicht. Ich habe trotzdem Doppelkick, aber der Schaden ist nicht gut. Oh boy. Tackle. Viel. Oh. Okay, machen wir jetzt gleich viel Schaden aktuell. Au. Ich führe vom Schaden her. Ich bin schneller. Das heißt, mein Schaden wird eher ein Treffer sein. Auch. Wenn ich jetzt nicht Pech habe, der einen Volltreffer trifft. Ich meine große Klappe. Ich und meine riesengroße Klappe. Und ich möchte auch keine Eigenschaften müssen, an dem es geht. Oh Gott. Rocky. Du hast mir Angst gemacht damit. Halleluja. Gott, Sparky. Onix. Oh, ich kann nicht tauschen. Stimmt, ja. Onix ist das. Okay. Ich könnte einen Schlag reinhauen. Ich glaube, Onix ist schneller als ich. Deswegen mache ich ruckzuck. Oh mein Gott, das schadet gar nichts. Kopflos. Au. Das war's mit Sparky. So, die Frage ist jetzt, Sprout, wirst du direkt gegen ihn gewinnen oder nicht? Ich glaube, wenn er Felsgrab macht, haben wir ein Problem. Ich könnte auf Wachstum gehen erstmal. Eine Runde. Steinwurf, ich wusste es. Okay, es lebt noch, alles gut. Wenn ich jetzt auf Wachstum gehe und ihm Schaden mache, vielleicht mache ich genug, dass ich mich wenigstens dagegen heilen kann, so ein bisschen. Kopfnuss. Oh, das tut weh. Alles okay. Oh nein, ist zurückgeschreckt. Nein, Sprout. Komm schon. Komm schon, Sprout. Ich glaube an dich. Okay. Wie viel Schaden machst du? Oh. Okay. Okay. Alles klar. Gut. Ich frage keine weiteren Fragen mehr. Gute Arbeit, Sprout. Halleluja. Ich wusste, dass es Schaden macht, aber nicht so viel. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Ah, wie süß. Du hast den Felsorden von Rocco. Hey, da haben wir ihn schon. Das ging schnell. Mit dem Felsorden gehorchen die alle per Tausch alten Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Kopfnuss, okay. Mit deinem Gem kannst du deinem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst Gems beliebig auch verwenden. Ist das ernsthaft? Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Das war schon. Das war ja langweilig irgendwie. Weißt du was? Ich will mal gucken, wie Craig sich bewegt. Weil Craig ist ja ein Safcon. Oh wow, das war schon schnell für den Safcon. Ganz wie ich es mir gedacht hatte. Du hast definitiv das Zeug, dazu Champ zu werden. Dankeschön. Also das war ein einfacher Kampf. Dank meinem süßen kleinen Sprout. Hey, du da. Du bist doch diese Punli, oder?
Ja, genau. Und warum bist du so heiß? Ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einem Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi mit mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena schon ganz allein besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Von Superbälle. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Mach mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmt Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Oh, er ist so flamboyant, er ist so sassy, ich liebe es. Oh, Blau. Er ist so sassy. Finde ich toll. So. Dann speichere ich jetzt. Und ich würde sagen, dann war es auch heute schon. Gute Arbeit. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden gebraucht. Für alles, für den ersten Arena-Kampf. Damit kann man leben, würde ich sagen. Und im nächsten Stream machen wir uns dann auf den Weg zur nächsten Arena. Mal gucken, wo es lang geht. Ich habe das Spiel nicht mehr ganz im Kopf, deswegen. Und vielleicht schaffen wir es, mein Team zu vervollständigen. Das wäre ganz cool. Dann kann ich nämlich Level ohne die ganze Zeit mein Team austauschen. Aber bis das passiert, kann es noch dauern. Ich bin gespannt. Gut. Dann hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn das Spiel weitergeht. Und wir sehen uns dann mit Mittwoch. Mittwoch für Stardew Valley, denn ich werde auch wieder Stardew Valley spielen Mittwoch. Darauf freue ich mich auch wieder. Ich habe ja ein bisschen Rhythmus jetzt rein. Ich will ein bisschen Rhythmus reinkriegen in das Spielen. Deswegen machen wir heute und die nächsten Montage Pokémon bis zum DLC. Dann geht es damit weiter erstmal und dann geht es wieder mit weiter. Und Mittwoch dann Stardew und dann Freitag vielleicht mal so Community-Sachen und Sonntag spontane Sachen wie Horrorspiele oder sowas. Cool. Dann bis spätestens Mittwoch. Bye-o! Oder wie Gary gemacht hat. Wir riechen uns später. Ciao. Dieser kleine Blaue, ey.